Die rote Nummer wird montiert. Ja, heute geht's tatsächlich in die Sandgrube, in den Sandkasten. Und ein befreundeter Unternehmer hat uns in die Sandgrube gelassen. Wir fahren mal hin, das dauert ca. 10 Minuten. Die Autos werden vorbereitet. Ein Klassiker hier vorne. Wenn wir gleich mal ein bisschen mehr erfahren vom Stefan, was wir machen. Und wir fahren mit dem Unimog in die Sandgrube. Und dann zeigen wir euch mal so richtig, was denn die Autos so alle können. Da ist ja der Stefan ein bisschen, zeigen wir. Also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Also einmal ein ganz tolles Allradmobil, bei dem man ihm wahrscheinlich von außen gar nicht zutraut, dass er das können wird, was wir gleich sehen. So ist es, ja. Understatement pur. Understatement pur. Er ist Kastenwagengröße, 6,10 Meter lang, 2,10 Meter breit, kompaktes Auto mit dem Original Mercedes Allrad mit anderen Reifen, All-Terrain-Reifen drauf. Und das wissen wir von unseren Offroad-Trainings, wenn die Autos dabei sind. Er kann deutlich mehr, als man ihm ansieht. Ja, ein Babyblau. Die Bezeichnung von dem? EX366. Sag mal kurz in die Kamera. 366 EX für Expedition? Ja. Sehr schön. So, ich fahre mit dir gleich mit. Wir gehen aber mal ganz kurz noch zum Kollegen. Du musst noch ein bisschen was hier machen? Nein, ich muss eigentlich nur ganz kurz die Nummer reinschmeißen, okay. Carsten noch Funkgeräte in die Hand drücken und dann können wir los. Aber wenn ihr Funkgeräte habt, können wir nämlich Folgendes machen. Du kannst ihm gleich auf der Sandgrube ein paar Anweisungen geben, was er tun soll. Was hältst du davon? Ich schon, er wahrscheinlich gar nicht. Gut. Er mag das nicht. Nein. Denn er ist eigentlich der Instructor. Da vorne ist der Carsten. Der Instructor, der mag das nicht, wenn ich ihm Anweisungen gebe. Das ist. Ja, es ist aber. Sag mal so, ich verlasse mich schon auch auf den Einweiser und auf den Beifahrer, ganz klar. Im Gelände ist alles immer Teamarbeit. Das ist wirklich so. Ja, du fährst das ganz große Gerät heute. Du hast einen LKW-Führerschein. Ja. Stefan, man glaubt es kaum, hat ihn nicht. Dem bist aber dabei. Wir machen ihn. Wir haben uns angemeldet. Wir machen ihn jetzt. Das ist eine Herausforderung. Du fährst schon lange LKW? Seit ungefähr 25 Jahren. Das hat beim Bund oder wie? Nein, tatsächlich über das THW. Ich war also lange Jahre beim THW. Habe da auch entsprechend Geländeerfahrung natürlich gesammelt. Und darüber bin ich natürlich auch in die Instruktorenschiene reingekommen. Und ja, eben LKW auch. Ja, THW, ein toller Verein. Da dürfen sogar die Kids mit ihrem PKW-Führerschein große Fahrzeuge fahren. Die haben eine Sondergenehmigung bis 4,2 Tonnen unter Einweisung in bestimmten Notsituationen. Das macht auch Sinn, dass Sterbliche in Notsituationen sowas fahren dürfen, gell? Ja, definitiv. Da ist man ja im Bereich der Sonderrechte. Und natürlich, ob jetzt das Auto 3,5 oder 4,2 Tonnen hat, naja. Die Fahrzeuge unterscheiden sich ja nicht großartig, ne? Das stimmt. Komm, wir gehen mal ganz kurz zu dem anderen hin. Du hast ihn eben mal angemacht. Das ist schon, ich meine, der Sprinter ist ja so das Brötchenauto, sage ich jetzt mal, was viele kennen. Es ist unterwegs als Nutzfahrzeug, mit als Schreinerauto, als keine Ahnung was, aber auch im Wohnmobilbereich. Ja. Seit geraumer Zeit auch bei der weißen Ware angekommen. Richtig, ja. Ja, ihr habt den aber schon ganz lange, den Sprinter. Ja, schon ganz, ganz lange, ja. Ich glaube seit 2005 ganz gehäuft. Hm. Und immer schon, seit es Bimobil gibt, auch auf dem Sprinter. Oder seit es einen Sprinter gibt, aber sagen wir mal die letzten 15, 20 Jahre nennenswerte Stückzahlen auf dem Sprinter. Ja, und hier, das ist das Messefahrzeug, vielleicht kurz als Hintergrund, ihr baut immer von einer Serie ein Auto, der bleibt bei euch. Das ist der Grund, warum er jetzt noch da ist. Ihr habt mehrere Interessenten für den, heiße Preis von dem? Liegt bei 430.000 Euro. 443 tatsächlich im aktuellen Zustand. 443. Ja. Ist das so, täglich steigt der Preis? Oder? Nein, das nicht. Es wurde einiges noch nachgerüstet jetzt zusätzlich. Und jetzt sind wir aktuell bei 443. Aber hier ist halt mal auch sehr viel drin, was wir zeigen wollen. Es geht ja darum, also es geht nicht darum, jetzt mal alles reinzumachen, was geht, sondern die Kunden wollen ja alles sehen. Und was du nicht, der alte Spruch, was du nicht zeigen kannst, kannst du auch nicht verkaufen. Ja, genau. Es ist vor allem auch Sachen drin, die sinnvoll sind, wie zwei Heizungen zum Beispiel, um eine gewisse Redundanz zu haben. Es ist eine Klimaanlage drin, es ist die große Lichtmaschine drin mit 230 Volt Versorgung. Mhm. Es sind drei große Lithiumbatterien drin. Also volle Hütte. Einmal volle Hütte, ganz genau. Gut, das ist auch wichtig zum Zeigen. Ja, aber das ist ein richtiges Arbeitstier, Unimog. Da geht bei dir schon ein bisschen ins Herz aus. Du kommst aus welcher Branche vorher? Ich bin tatsächlich gelernter Kfzler. Okay. Das ist auch schon einige Zeit her. Bin auch noch nebenbei Fachinformatiker. Echt? Ich auch. Nee, ich bin Datenverarbeitungskaufmann. Das war vorher so. Ja, also dann natürlich so auch aus diesem ganzen Kfz-Automotive-Bereich auch jahrelang. Ist ja gar nicht schlecht, wenn man so beides kann. Es wird ja immer mehr Computertechnik ist in den Dingern. Ganz, ganz klar, natürlich. Und es verbindet sich natürlich auch so ein bisschen immer. So,
So, wir haben es gezeigt auf der Messe, da geht dir doch ein Herz auf, oder, wenn du den fahren kannst? Ja, natürlich, im Gelände macht das Ding natürlich riesen Spaß. Ja, also das ist ganz andere Welt. Das Coole ist, so jetzt die Sandgrube, da ist jetzt irgendwie ein Kasten Bier rübergegangen, oder wie läuft das bei euch? Nein, wir sind bei dem auch immer während der Hausmesse drin und der findet das cool. Der findet das cool. Okay. Ist auch Bayer. Ja. Ist hier aus dem Ort. Gestandener. Ich glaube, der wohnt sogar im Buch. Ja. Das ist noch kleiner als Oberframmann. Okay, im Buch ist noch kleiner als Oberframmann. Ja, so ein paar Details werden wir gleich mal sehen. Ich habe ja gar keine Ahnung. Das Coole ist, ich komme auf jeden Fall nach, wo war nochmal das Treffen? Da? Bad Kissingen. Bad Kissingen, das größte. Und wenn ich irgendwas nicht weiß, nehmt es mir nach. Ihr werdet mich ja nach und nach schlau machen, aber ich werde nie auf das Niveau kommen wie ihr. Aber cool ist es. Das Ziel ist es ja, sowas auch mal zu präsentieren für Normalsterbliche, weil die ganzen Cracks, die haben so eine Spezialsprache und ich versuche das immer so ein bisschen zu übersetzen, weil es gibt ja viele, die finden allein Technik cool. Also die sagen, das ist so ein Männerspielzeug, ob das jetzt Lego ist oder in echt, ist was Geiles, oder? Ja, natürlich. Es ist so ein Unimog ist natürlich ein riesen Männerspielzeug. Nicht, dass jetzt das begrenzt ist auf Männer, sondern ich kenne auch genügend Frauen, die sowas gerne fahren und auch sehr erfolgreich fahren. Aber es ist natürlich so ein Stück weit, ja, ein Unimog kaufe ich nicht, weil ich ihn brauche, sondern weil ich ihn will. Aha. Also ich kenne auch viele, die brauchen ihn zum Beispiel. Also es gibt ja auch den als Geräteträger zum Beispiel, also für irgendwelche Anbauteile. Ich glaube, es gibt kein Auto, wo du mehr Anbauteile kriegst, oder, als beim Unimog. Das kann durchaus so sein, ja. Da gibt es alles, Straßen, Maschinen, ja. Keine Ahnung, landwirtschaftliche. Und Räumschilder und hinten Anbauten und Kran und das ist klar. So, da steht jetzt ein U drauf, das steht für was? Für Unimog. Okay, und die 4023, die haben immer einen Sinn? Das ist der Viertonner und 230 PS. Okay, 230 PS, du hast mir schon erzählt. Ja. Hubraum? Hubraum hat der 5,6 Liter. Ja, wenn man den jetzt so sieht, das ist der neue Unimog. Also ist ja lange so der, ich habe ja keine Ahnung, Kurzhauber, gab es sowas? Nee. Jein, das ist so das Fahrerhaus, wie man es eigentlich seit 20, 25 Jahren kennt. Was ist das? Das Fahrerhaus, ganz genau, wie man es so seit 20, 25 Jahren kennt, von der Grundkonstruktion her. Wie es auch viele von der Bundeswehr noch kennen, also U1300. Mhm. Hat sich optisch nicht allzu viel verändert, außer dass es, man sieht, hinten hinter der Tür ein bisschen länger geworden ist und man jetzt auch vernünftig drin sitzen kann. Also breiter? Nein, einfach nach hinten von verlängert. Von der Beinlänge her. Ah, okay, das lange, zwei lange Personen, die sitzen da nicht wie so ein A-Form. Man kann jetzt menschenwürdig drin sitzen, ganz genau. Und ist natürlich ein bisschen komfortabler geworden über die Jahre. Aus dem extrem Militärbereich auch ein bisschen in die Komfortrichtung gegangen. Gut, es gibt den aber auch wahrscheinlich komplett nackt innen auf Wunsch. Natürlich, ein Unimog fängt bei komplett nackt an und hat da oben keine Grenzen. Schön. Das sagen wir mal. Also Mercedes, eine klasse Sache auch. Du kannst das Auto überall reparieren. Ist das jetzt, ist natürlich schon Hightech drin, Steuergeräte und so weiter, nicht mehr so wie früher? Nein, Unimog ist grundsätzlich ein Hightech-Fahrzeug. Was Hydraulik und Elektronik angeht, man sieht es, wenn du mal unten in den Radkasten reinleuchtest, an Leitungen, was da alles läuft. Also es ist wirklich ein Hightech-Fahrzeug geworden, der Unimog. Aber der hält einiges aus. Wir werden jetzt mal fahren. Du hast eben mal kurz den Motor angemacht. Der war nicht gerade leise. Wie ist das innen? Innen während der Fahrt ist es ein absolut angenehmes Fahren. Er ist jetzt im Stand gelaufen, weil ich die Luftdruckbremse auffüllen musste. Achso, die geht sonst nicht auf. Ganz genau, sonst ist der Federspeicher einfach zu, weil er jetzt länger gestanden ist. Aber prinzipiell auf der Straße zu fahren, absolut angenehm. Was ist das für ein Show-Effekt, wenn du damit mal zum Lidl fährst? Ja, es dreht sich halt jeder nach dir um, ne? Ja, also ganz klar. Aber man fährt ja nie, obwohl du musst ja ab und zu auch mal damit einkaufen, hilft ja nichts. Kannst damit auch ganz normal im Straßenverkehr fahren. Wir werden es nachher, wenn wir zur Kieskurve fahren, ja merken, es ist ein ganz normales Fahrzeug. Und die Straßen sind hier nicht groß, also? Die Straßen sind nicht groß. Breite 2,55? Breite sind wir so im Bereich von 2,50 Gesamtbreite etwa. Okay. Plus Spiegel. Plus Spiegel, ganz klar. Wir haben in Deutschland eine gesetzliche Maximalbreite von 2,55 insgesamt. Aber wir sind hier so bei 2,50 etwa. Okay. Spiegel dazu rechnen, normales LKW-Maß. Okay, das heißt also nicht zu lang, die 5 cm Späße in der Baustelle. Ich habe 2,40, finde ich viel cooler wie 2,50, muss ich sagen. Denn manchmal geht es auch eng zu. Aber wenn man fahren kann, ich glaube, das macht auch keinen Unterschied. Oder? Nein, es ist die reine Gewöhnung an die Fahrzeugabmessungen. Das ist alles. So, der Radstand. Was ist das für ein Radstand? Ist das der kurze? Das ist tatsächlich der Kurt 380er Radstand, ne? Genau. Das ist jetzt aber der mittlere beim Unimog, wenn ich mich nicht irre. Es gibt ihn doch kürzer. Okay, verstanden. Also hier, das ist wahrscheinlich ein Dieseltank? Wir haben hier zwei Dieseltanks, 190 Liter. Ja. 190 Liter. Genau, einmal und zweimal. Das sind Serientanks.
Jein. LKW-Tanks, die von der Firma Helget nachgerüstet wurden. Ganz genau. Okay, das habt ihr dann gemacht. Das werden wir uns gleich mal angucken. Denn ich sag mal, ich habe ihn gesehen auf der Messe, da stand er geil. Der war natürlich geputzt, gemacht, getan. Der war wie neu. Und man traut sich ja gar nicht, damit ins Gelände zu gehen. Aber ihr sagt, das hat alles keinen Sinn. Die Leute, die sowas kaufen, wollen es auch fahren, oder? Nein, wenn ich ihn nur geputzt und klinisch reinhaben möchte, dann wäre es kein Unimog geworden. Und dieses Auto war ja auch schon richtig schmutzig. Man kriegt ihn auch wieder sauber für die Messe. Okay, ihr kriegt demnächst was ganz Tolles. Du darfst schon mal einen kleinen Blick auf die Zukunft werfen, denn ihr habt eine riesen Baustelle und da ist eine Waschstraße mit dabei. Ja, ist das nicht toll? Eine Waschhalle mit 12 Meter Länge. 12 Meter Länge. Einfach abspritzen die Autos dann. Das ist aber keine automatische Waschanlage? Nein, nee. Einfach nur warm im Winter, dass man auch im Winter sauber machen kann. Gut. Beheizt mit Dampfstrahler. Das ist ja eh Handwäsche, so ein Auto, oder? Ja. Prima. So, wir fahren mal los. Du steigst mal ein. Deine Größe heute? Ich bin 1,78 groß. 1,78. Du hast 3 Stufen. Die letzte Stufe ist, glaube ich, flexibel, oder? Richtig. Also wenn ich hier mal, man sieht hier den Schmutzfänger natürlich und die flexible Stufe. Wenn ich mal irgendwo hängen bleibe an einem Stein im Gelände, dann kann die einfach nach hinten wegklappen. Sag mal, die letzte Frage frage ich normal immer so bei so, keine Ahnung, Seat Ibiza, die Wartungsintervalle. Nach Anzeige. Achso, der zeigt das an? Der zeigt das an, ja. Ah, der weiß, wie stark es beansprucht wird? Ganz klar, der weiß, wie stark es beansprucht wird. Der geht nach dem Ölsensor auch mit und nach Betriebsarten. Also sprich, fahre ich nur Straße, fahre ich Gelände. Ja, wenn ich jetzt in China bin und kann mal eben nicht zum Service? Ja, mein Gott, da muss ich halt ein bisschen überziehen. Okay, das geht. Das geht natürlich. Okay, das ist geht also deswegen nicht aus. Geht nicht aus. Ja, es gibt ja viele, zum Beispiel AdBlue ist nicht mehr drin, da geht er ja jetzt auch aus im Moment, oder? Das ist eine gesetzliche Vorschrift, da komme ich nicht drum rum. Gut, aber darüber reden wir nicht. Ja, egal wie, es gibt ja andere Länder, andere Sitten, wie auch immer, es muss ja auch weitergehen. Wir fahren mal los und du machst mir einen Gefallen, du fährst mal bitte hinter uns, ja? Dann kann ich nämlich ab und zu mal die Kamera raushalten aus dem Fenster. Wir werden nicht mit 2 Kameras filmen, wir machen das in extra Schnitten. Das wird ziemlich cool. Und wir fahren jetzt mal in die Sandgruppe und ich fahre einfach mal mit dir mit. Und da können wir uns noch ein bisschen über die Leidenschaft Offroadfahren unterhalten. Denn du fährst geradezu ein Stealth-Auto, kann ich das so sagen? Also mein eigenes Auto? Nein, Stealth heißt, man sieht ihm nicht an, was er kann. Ja, ja, nur mein eigenes Auto, das ich fahre, ist nicht Stealth. Okay. Das ist ziemlich aufwendig hochgerüstet. Welches ist das? Ich fahre ein Iveco Allrad, EX420, mit Seilwinde vorne dran, Sandbleche hinten drauf, Bergekissen, also Hubkissen hinten noch dran gemacht. Und böse? Ja. Okay, das ist auch schön. Viele wollen das ja. Der ist überhaupt nicht böse. Also der ist nett. Der ist richtig schön, Understatement. Understatement. Prima, ich steig mal ein. Genau, innen Serien Sprinter, rote Nummer eingetragen. Warte, ich schnall mich mal kurz an. So, was jetzt geklappert hat, waren die Schilder übrigens und nicht das Auto. Weil die Leute hören alles, Stefan. Das ist echt schlimm. Die sagen, da hat was geklappert, wir sind doch bei Bimobil. Denn alter Running Gag. Ist bei dir, wenn irgendwas klappert, ist das ein Reklamationsgrund? Ja, das ist so. Das mögen wir gar nicht. So, Rückfahrkamera nicht an dem Ort, wo du es haben wolltest? Nein, bei dem noch nicht, beim Sprinter. Da, aber inzwischen ist es auch da, wo ich es immer haben will. Am Rückspiegel, nämlich genau da. So, das ist mal ausnahmsweise nicht das M-Bux. Freut mich auch sehr, weil das ist mittlere, gell? Radio. Ja, das mittlere Radio. So, habt ihr guten Kenwood-Funken? Ja. Die funktionieren gut, gell? Die funktionieren super. IP68, das heißt, man kann die auch mal kurz eintauchen? Ja, ja, die haben wir beim Offroad-Training immer dabei. Da haben wir 6 von den Älteren, 6 Neuere. Boah, man hört ihn hinter uns. Ja. Den Unimog. Ja. Ist das krass. Warte mal, ich filme mal ganz kurz hier mal auf den Bildschirm. Ja. Das ist ja cool, du hast einen permanenten Rückspiegel. Richtig. Ist auch bei diesen großen Autos sehr, sehr angenehm, wenn man einfach nochmal im Rückspiegel sieht, was hinter einem herkommt. Was toll ist, ist die Bildqualität. Ich habe es im Moment ja auf dem Radio drauf, aber ich überlege mir auch so einen Monitor. Bei mir geht leider nicht der Rückspiegel, weil ich keinen habe und die Scheibe so irgendwie gefühlte 3 Meter hoch ist. Ja. Du weißt ja, weiße Ware. So, ich guck mal gerade rüber. So, wir fahren jetzt wohin? Wir fahren jetzt in die Kiesgrube nach Buch. Da machen wir auch bei der Hausmesse immer ein Probefahren für Kunden.
und die sind sehr, sehr nett. Und das ist eine aktive Kiesgrube, das heißt, wir lassen uns überraschen, wie es hier aussieht. Okay, das heißt, es ist jetzt nichts vorbereitet, aber... Nein, da ist nichts vorbereitet. Da war wahrscheinlich immer mal ein großer Bagger schon irgendwo und da... Das ist ein ganz, ganz großes Loch. Also die schürfen hier Kies. Wir sind hier in den Endmoränen von den Alpen, von der letzten Eiszeit. Das heißt, hier unten drunter ist überall Kies und dementsprechend viele Kiesgruben gibt es auch, wo einfach Kies abgebaut wird und tiefe Löcher gegraben werden. Und das ist die nächstgelegene, wo wir einfach jetzt rein dürfen. Sag mal, so Kiesgruben, ist das eine lokale Sache, weil das ja auch einiges wiegt, oder? Ja, ja, man will nicht allzu weit wegfahren. Toll. So, er fährt. Wenn du mal das Fahrgefühl, wenn man gerade so lieb ist, Stefan Mann, einmal vielleicht mal gerade die Wischwasch betätigst für mich, wenn was drin ist. Wenn ich es finde. Da ist es. Ja, ist nicht schlimm, es geht nur ums Bild. Die leichten Schreier ist übrigens, das ist original Sahara-Sand, hast du mir erzählt. Ja. Vom Föhn transportiert. Ah, er kommt. Du merkst den Aufbau schon ein bisschen, es wankt ein bisschen? Nein, das sind einfach die etwas größeren Räder. Der Aufbau ist leicht. Ja. Und Sprinter ist jetzt kein Auto, der absolut platt auf der Straße liegt. Das ist ein Transporter. So, und der liegt auch recht hoch bei euch? Ja. Wie gesagt, wir haben den Original Allrad, damit kommt man höher und dann haben wir immer ein bisschen größere Räder wie Original, sodass man halt eine absolut vernünftige Bodenfreiheit hat. Der Lauf jetzt nach vorne geradeaus, ist das gut? Absolut. Absolut. Ja. So, ja, ganz locker. Ganz locker zu fahren. Ja, da hast du einen ziemlich guten Griff gemacht mit deinem Vertriebler. Der. Wie seid ihr denn da zusammengekommen? Darf man drüber reden? Oder war das Zufall? Wir haben einfach eine Vertriebsstelle ausgeschrieben. Und dann hat sich Carsten beworben. Die Daten, die er so geliefert hat, haben gut ins Schema gepasst. Und dann haben wir ihn eingeladen und dann haben wir festgestellt, dass wir uns gut verstehen. Im Gespräch haben wir festgestellt, dass er in der gleichen Stadt aufgewachsen ist und dann auf der gleichen Schule war wie ich. Echt? Ja, er ist 3 Jahrgänge hinter mir. Und kurz, also irgendwann, ein paar Wochen später kam er. Jetzt wissen wir, weiß ich auch, woher wir uns kennen. Wir sind nämlich mit seinem Bruder befreundet. Ja, die Welt ist so klein, oder? Die Welt ist so klein, ja. Das ist aber krass, das passiert dir nicht nur hier, sondern auch, wenn du auf Expeditionen bist. Hast du selbst eigentlich noch Zeit, groß wegzufahren? Ach, ganz selten. Wir haben es geschafft, vor 2 Jahren nach Russland zu fahren für 4 Wochen. Das war eine 10.000 Kilometer Tour, wo 22 Autos waren dabei. Die Hälfte war Bimobil, Kunden von uns. War eine ganz, ganz fantastische Tour, wo wir viel erlebt haben und auch noch viel dazugelernt haben. War, wie gesagt, die Hälfte war Bimobil, die andere Hälfte war vom Mitbewerb, von alten Selbstausbauern bis hin zu Actionmobil Unica und Bliss war dabei. Aber das Fazit war, die Tour, die ja teilweise wirklich harte Strecken dabei hatte, die Fahrzeuge haben das alles super gemacht, da müssen wir uns also vor keinem einzigen Mitbewerber verstecken. Das glaube ich auch. Das heißt, auf solchen Touren fahren ja auch nur Fahrzeuge mit, die wahrscheinlich ankommen werden, oder? Ja. Bei der Tour ja, weil die Vorauslese stattgefunden hat. Wobei, wir haben also Passagen gefahren, wo es schon wirklich derbe aufs Material ging. Es gibt ein schönes Video auf YouTube, das kann man finden. Wir sind zum Beispiel 1,5 Tage, waren nur 14 Kilometer, aber trotzdem 1,5 Tage ganz viel auf Bahnschwellen gefahren. Weil der Versorgungsweg, den wir eigentlich fahren wollten, der war dermaßen mit tiefen Wasserlöchern, dass wir es nicht geschafft hätten. Und wenn man Bahnschwellen fährt, das geht aufs Material und auch aufs Gemüt. Ich glaube eher aufs Gemüt. Du hast mir erzählt, der Möbelaufbau, der macht das locker mit, aber da kommt auch so ein Mercedes schon mal an die Grenzen. Also einen Mercedes Sprinter hätten wir bei der Tour ungern mitgenommen. So, was war dabei, Iveco? Ganz viele von den Iveco Allrad waren dabei. Es war von uns ein alter LEC 220 dabei und ein alter Mercedes LKW. Es war ein Cetros dabei mit einer Actionmobilkabine und es waren mehrere MANs dabei. Also wie gesagt, die LKW-Klasse hat das super gemacht. Aber das Fazit, die Iveco Allradler sind da völlig problemlos mitgefahren bei der Tour. Was übrigens so piepst, ist der Spurhalteassistent. Ist das gut, deiner Meinung nach? Ich halte das für eine gute Sache.
Bloß wenn man sich hier mit dir unterhält und hier Verkehr ist auf den schmalen Straßen, piepst du natürlich ständig. Gut, das heißt, er hilft einem natürlich die Aufmerksamkeit. Oder ich sag mal so, das Aufmerksamkeitsdefizit kann ja immer mal irgendwas Schlimmes passieren. Da ist man mal kurz abgelenkt und dann er lenkt aktiv mit. Habe ich jetzt nicht gespürt, aber ich denke, der greift auch mit ein. So, der Vico, nee, der Unimog ist hinter uns, gell? Der Unimog ist hinter uns, ja. Ist ja genial hier mit deiner Rückfahrt. Man sieht es jetzt nicht richtig gut, aber das werden wir gleich nochmal zeigen. Ja, Funkgerät ist an. Funkgerät ist an, ja. Genau, sag mal was zu ihm, bitte. Carsten, wie ist die Verständigung? Super, danke. Und wir sind in Buch. Ja. Da sind wir schon da, gell? Richtig. Jetzt fahren wir noch durch Buch durch. Versuchen den Rennradler, der gerade nicht sehr sportlich aktiv ist, in Ruhe zu lassen. Ist ja noch hier 2. März. Ist noch in der Aufwärmphase, ja. Du fährst Rennrad? Nein. Ich bin früher sehr viel Fahrrad gefahren, aber immer mit Tourenfahrrädern. Ich habe auch schon eine 1000-Kilometer-Tour für 4 Wochen in Island mitgemacht, mit Fahrrad. Das war eine fantastische Sache. 1000 Kilometer. Island ist bergig? Island, ja. Wir sind durchs Hochland durchgefahren, die Kjöler durch, in der Mitte durch und außenrum zurück. Das ist bergig und im Hochland ganz, ganz viel Wind und immer von vorne. Egal, wie rum man fährt. Ach so, du hast immer Pech. Ja. Ja, ich bin einmal am Meer in Spanien. Da ist der Akku leer gewesen. Ich fahre mal so 90 Kilometer mit 2 Akkus. Also es ist durchaus auch anstrengend. Aber dann kam Seewind. Das war klasse. Jo, das macht halt Spaß. Da bin ich erstmal zur Tankstelle gefahren, habe mal 3,5 Bar reingepumpt. Ja. In die. So, hier sind wir angekommen. Ja. Vielen Dank noch an den Kollegen, der uns das... Ich melde uns ganz schnell an. Ja. Ich spring schnell raus. Großes Kino. Hier ist auch gleich eine Waage dabei. Das ist vielleicht auch ganz praktisch. Ja, ich sag schnell Hallo, bin gleich wieder da. Ja. So hält man es hier in München. Das Wetter spielt auch wirklich mit, muss ich sagen. Hätte schöner gar nicht sein können. Also Föhn haben wir im Moment hier in der Nähe von München. Und da hinten, übrigens, das könnt ihr noch nicht sehen, hinter dem Mischer, da fährt schon schweres Gerät rum, Radlader. Und ich gehe mal ganz kurz zum Kollegen. Derweil. Babyblau ist das Auto. Hi! Ich muss sagen, das haben wir heute Morgen noch nicht gewusst, dass wir fahren, gell? Nein, noch nicht. Deswegen auch das vollkommen falsche Schuhwerk natürlich dabei. Aber ich habe ja auch nicht vor, aus dem Auto auszusteigen jetzt beim Fahren. Dafür haben wir ja das Auto dabei. Ja, wir kriegen es hin. Das ist die Feststellbremse, gell? Das ist die Feststellbremse, genau. Wir werden nachher im Gelände hier noch das Kupplungspedal ausklappen. Dann kann ich im Gelände viel feinfühliger fahren. Normalerweise ist das ein Schaltautomat. Ja. Also ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer hydraulischen Kupplung. Ach so, du kannst beides machen? Ich kann beides machen hier, ganz genau. Ich kann den manuell schalten mit Kupplungspedal. Und ich kann den auf der Straße ganz normal automatisch fahren. Schön. Auch du hast 1000 Einstellmöglichkeiten, das sehen wir gleich. Ja, bis gleich. Jo. So, zeigen wir ganz kurz nochmal unsere Fahrzeuge. Da ist ja unser Bimobil und hier unser Unimog. Natürlich auch vom Bimobil. Boah, ist der hoch. Aber richtig schön.
Ja, gleich geht's weiter mit Teil 2 in der Kiesgrube, heute am 2. März 2021. Bis gleich. Tschüss.